haben wir oft so einfach nur, dass du denkst, ja, der zweite war jetzt aber irgendwie. Hast du dir eigentlich schon mal den Trailer von Fallout? Nein, Batman versus Superman angeguckt? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Okay. Solltest du dir aber viel lieber mal den Fallout-Trailer angucken. Der Punkt ist, was ich halt merkwürdig finde, ist... Scheißegal, guck dir Fallout an. Ja, erzähl mal. Die kommt doch von den gleichen Machern wie diese neue Batman-Trilogie, ne? Aha, von Christopher Nolan? War das nicht so? Ist das nicht so? Ich dachte, das war so. Also Christopher Nolan, glaube ich, macht nicht diese jetzige... Der Punkt ist halt... quasi stehe auf dem Schlauch. Achso, bei der Batman Trilogie hier von Batman Begins, Batman ja. Und dann Batman, nee, Moment. Batman Begins. Dann kommt The Dark Knight und The Dark Knight Rises, so war das. Ja, das ist von Christopher Nolan. Ja, genau. Und ich glaube nicht, dass der die Teile macht. Ja, aber irgendwie, der ist schon wieder ganz, weißt du, und dann kommt schon wieder ein ganz neuer Schauspieler von Batman, ey. Das ist so ätzend. Ben Affleck doch jetzt, ne? Ja, weißt du, ich dachte eher so, wie zum Beispiel jetzt im... Der andere hat keinen Bock mehr drauf. In Batman Rises ist er ja auch raus, das ist ja klar. Aber dann ist eben, hat er ja einer Person quasi... die Zugangsdaten gegeben, wie man da reinkommt in die Batman-Höhle. Die Bat-Höhle, weißt du? Bat-Cave, ja. Genau, hier diesem Kommissar Black oder Robin eben mit Nachnamen, ne? Ja. Was ja so ein bisschen die Anspielung ist. Jawohl, ich hab's gemacht, Alter! Boah, evil. Nein! Ach, der nächste ist aber auch ein bisschen tricky, da muss man auch gucken. Und ja, aber jetzt hier weiter. Ja, auf jeden Fall hätte ich jetzt eher gedacht, dass zum Beispiel der Schauspieler das spielt. Das wäre viel cooler gewesen, glaube ich. Naja, sie braucht aber halt wieder... Ja, weißt du, dass es ein bisschen zusammenpasst, wenigstens. Das ist ja egal, es ist ja... Ne? Ach, das ist voll... Hollywood. Hauptsache, wenn jemals Iron Man... Na, was soll da noch großartig haben? ...einen anderen Schauspieler geben, ne? Ja, das zum Beispiel könnte nicht sein, weil da ist Robert D. Jr. Dann werde ich sie vernichten. Eigenhändig. Passt halt ultimativ auf die Rolle. Ja. Den darf auch kein anderer spielen, so. Da sage ich dann auch, ey, Moment mal, nee. Wenn diese Marvel-Filme mir eigentlich ziemlich auf dem Hinterteil vorbeigehen, weil es einfach zu viele sind. Ich weiß nicht, ich finde sie eigentlich ziemlich cool, weil alle irgendwie so miteinander zusammenhängen. Ja, natürlich, klar. Es ist ziemlich gut durchdacht, auch so, finde ich. Ja, müssen sie ja. Sie können ja nicht irgendwas rausklatschen, denn das passt irgendwie. Nur Captain zusammen. America finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja. Kill Hitler! Wo war das noch? Ich glaube, bei irgendeinem halt YouTube-Video. Captain Iglo ist das. Captain Iglo. Ja, sagt ja Iron Man doch zu ihm. Oder beziehungsweise Tony Stark sagt das ja zu ihm. Nee. Sie haben sich auch noch gut gehalten als Captain Iglo. Ja, ich meine nur, guck mal so, ich finde auch Captain America so den lamesten Superhelden von eigentlich allen aus denen. Ich meine, gut, Hulk ist einfach nur so ein Vieh, was durchdreht, das eigentlich nicht sterben kann. Ich meine, gut, das ist auch eigentlich ziemlich lame, aber halt, dass er so eine Bestie ist. Er ist cool. Das macht es wieder cool, aber so. So, Tony Stark hat sein Geld und seinen geilen Anzug und ist einfach nur super, super clever und total bescheuert eigentlich. Ja, ich find's halt geil, weil er hat halt sich diese Anführungsstrichen ist ja eigentlich keine richtige Superkraft, aber. Ne? Die Macht des Geldes. Ching, ching. Er hat sich das selber erbaut, quasi, weißt du? Naja. Bruce Banner hat die Kraft genetisch bekommen. Durch den Vater. Und es ist halt ausgelöst worden durch den Unfall mit der Gammastrahlung. Dann hast du hier Captain America. Ja. Ist auch nur ein Laborversuch, quasi. Ja, und ich finde, weil er halt aus einer komplett anderen Zeit kommt, ist er halt total lame so, weil er eigentlich sein Ziel ja erreicht hat schon. Die Nazis sind ja, obwohl er könnte jetzt nochmal gerne durch Deutschland. Nee, Hydra, machen, er will ja Hydra noch besiegen. Ja, eigentlich sind die ja und offiziell Hydra, tot. Nee, Hydra nicht. Wenn du dir, hast du Ultron angeguckt? Ja, habe ich gesehen. Ja, siehst du? Ja, da sind sie auf einmal dann komischerweise wieder da. Nein, in jedem Captain America Teil ist Hydra da.
In jedem. Jeben. Jeden. Ich hab halt Return of the Winter Soldier nicht gesehen, so deshalb. Aber es war halt so, auf einmal sind die denn da, so in Avengers, so auf einmal so huch. So als Platzhalter, so, ja, wir müssen Captain America noch ein bisschen was Wichtiges geben. Er darf wieder ein paar Nazis umprügeln. Naja, im ersten Teil sind die auch schon da, mehr oder weniger. Im ersten Avenger. Hydra-Waffen werden da gezeigt. Dann der Tesseract wird als Energiequelle von Hydra bezeichnet. Ach, ich weiß das gar nicht. Mir ist mir auch relativ Platz. Auf jeden Fall trotzdem ist er halt der lameste Superheld so. Kill Hitler! Fuck. Ich war schon weiter und jetzt. Oh. Ich war schon weiter und jetzt. Oh. Nee, und ja. Das ist halt. Ich könnte jetzt mal mit. Ein neuer. Hm? Ruhig weiter. Dieser neue Batman. Ich weiß nicht. Also, ich habe noch kein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch keinen einzigen Superman-Film geguckt. Ich auch nicht. Das ist wohl mit Abstand der behindertste Superheld aller Zeiten. Ja. Hey, ich bin Superman, ich bin unverwundbar. Nur Kryptonit kann mir was antun. Ohne Scheiß, einfach so rumfliegen und. Ja, alles kaputt machen, hat Laserstrahlen aus den Augen. Ach, das ist oberlächerlich. Er ist einfach zu OP. Na, und dementsprechend. Aber und ich verstecke mich als Journalist. Oh, ich bin so. Weißt du, zieht eine Brille auf, keiner erkennt ihn. Das ist halt DC, ne? Als Journalist verteilt. Ja, ja. Das haben die ja irgendwie. Spider-Man auch. Das ist so geil, ey. Nee, aber Tobi Holl, Suse McGuire. Ich glaube. Ja. Ich werde mir die nochmal angucken. Die Superman-Teile? Ja, aber halt die neueren, weißt du? Ja, die alten kannst du, glaube ich, nicht mal angucken. Und weil ich möchte mir unbedingt Superman vs. Batman angucken. Ja, weil ich diesen neuen Helm und sowas von Batman ziemlich geil finde. Ich guck mir den. Batman sollte in dem Film ja auch übelst der Motherfucker sein. Ja, er will Superman killen. Finde ich auch gut so. Töte den. Wo man erst bedenkt, so. Weil er die Macht ja irgendwie falsch benutzen kann oder er bin falsch benutzt, ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Er tut so, als wenn er Gott wäre und. Ja, das geht ihm halt übelst. Das geht den Menschen Piss. Halt. Auf ja, den Piss. Auf den Piss, ja. Dann kommt Batman und sagt: Jo, ich regel das für euch. Ich bin Batman. Hast du was zu sagen? Ich bin Batman. Ich bin Batman. Bettkippen, Bettschlüssel, Bettbumerang. Haben Sie einen Plan, Batman? Ich bin Batman. Ja, das sagten Batman. Sie schon, aber haben Sie einen Plan? Ich bin Batman. Ach, wo war das noch mit diesen alten, in dieser, ich glaube, es gab noch diese alte Serie von Batman, die richtig schlecht war, wo der zum Teil irgendwie nur Heiliger Strohsack Batman, wo dann immer Robin noch dabei ist und all sowas. Oh mein Gott, du hast falsch geparkt. Das geht nicht. Wir müssen auch irgendwie, jeder muss richtig parken oder so, sonst dreht die. Ja, irgend sowas. Das Alter. Es gibt halt mehr. Schon schlimmere Sachen, weißt du? Es ist ja. Halt, Mord ist scheißegal, Hauptsache du hast richtig geparkt. Ja? Ja, also. Batman, wir müssen ihn aufhalten. Ja, aber Robin, die dürfen wir nicht stehen. Hier ist Parkverbot. Ja, okay, dann fahren wir nochmal einmal um den Block und gucken, ob wir ihn packen. Ja, genau, ungefähr so. Ja, das ist dann sogar so. Ne? Wo ich mir denke, hey, ja, gut, also für so, ne? Ist ja nett so gesagt, so, aber hey, ihr habt einen Job to do. Da wollen sich Leute mit einer Bombe in die Luft sprengen. Hm. Heiliger Strohsack Batman. Ich bin Nein. Batman. Ich bin Batman. Hm. So geil. Nee, aber das wird ziemlich cool Könnte eigentlich, glaube ich. Der, also, ich weiß nicht, das sieht auch so aus, als irgendwie, als wenn er so ein Exoskelett hat oder sowas. Hier so ein mechanisches Exoskelett oder so. Hm, meinst du, er kann dann auch solche Schwärme losschicken wie? Oder einfach mal so Maschinen kaputt machen? Nee, das wahrscheinlich nicht, aber Er ist ja hammerlo, ey. Also, wir können das ja natürlich. Ja. Oder so einen fetten Jump machen. Alles umkloppen.
Ich kann auch an der Wand laufen. Ja, echt so. Kann Batman das? Batman kann alles. Ich bin Batman. Nein! Letzter Sprung. Echt, was beim letzten Sprung? Letzter Sprung. Krass. Nice. Och, komm. Jetzt brauche ich wieder 100 Jahre dafür. Auf jeden Fall. Ich war doch so on fire. Hättest du richtig schreien müssen. Du kannst immerhin schreien. Ja, ist noch so zu früh. Mein Rage-Limit ist noch nicht erreicht. Ich glaube, das wird nachher sein, wenn wir die wenn wir wieder Battlefield, hier, wenn wir Call of Duty aufnehmen. Und wieder die ganzen Pisser, so, Alter, das ist so unfassbar, weißt du, die springen wie so Behinderte durch die Gegend. Und halt die Leute, die Advanced Warfare gespielt haben. Und treffen trotzdem die ganze Zeit immer nur deinen Kopf und du denkst nur so, what the fuck? Ja, das sind halt die Leute, die Advanced Warfare gespielt haben. Die kennen sich halt so ein bisschen mit diesem ganzen Rumgeboost halt aus. Aber ja, Advanced Warfare, das war echt... Die ist auch schon raus, aber trotzdem, also... Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Ich will aber überlegen, mir einen PlayStation 3 Controller anzuschließen. Damit zu zocken. Ja, ich glaube, da hast du gegen eine Maus keine Chance. Weiß ich nicht. Weil die Maus ist einfach schneller. Ja, aber dafür kann ich mit dem Controller besser aimen, tatsächlich, weil es einfach gewohnt ist. Nein! Schon wieder der letzte Sprung. Echt? Ja. Du warst on fire. Ja, ich weiß nicht, also klar, mit einer Maus bist du schneller und präziser, kannst du besser arbeiten mit. Aber für mich ist es halt einfach nur die Gewöhnung, die Gewohnheitssache so. Ja, das ist doch eigentlich reine Übungssache. Ja, das ist trotzdem. Aber zum Beispiel gestern, als ich nachher dann noch alleine ein bisschen gespielt habe, da bin ich sogar mit ganz guter KD rausgegangen. Ja, mit einer 0 irgendwas? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Sogar eine 2er KD. Bist immer tot 1 vor Drohne? Mit einer 2er KD bin ich da sogar rausgegangen. Ey. Richtig evil. Hast du jetzt auch mal den anderen Charakter noch Agenten geholt? Nee, ich hab mir keinen anderen erstmal geholt. Ja. Nice. Ich schon. Boah, ich. Hä? Ich schon. Welchen hast du hier freigeschaltet? Ja, mit dem Signaldings. Ich will den mal ausprobieren. Warum denn jeder spielt? Ach so, die Tussi da. Ja. Okay. Wir wissen, warum die jeder spielt, warum das so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Fähigkeit vom Prophet noch nie eingesetzt. Nee, irgendwie ist das auch ein bisschen lame. Ich hatte mir das cooler vorgestellt. Es gibt noch eine richtig geile Fähigkeit, wo du quasi. Ich will diesen Roboter haben. Ich finde den geil. Roboter? Ja, man kann diesen einen Charakter spielen, der ein Roboter ist. So. Da muss man aber ein ganz schönes Level für haben. Ich glaube 28 oder 30 oder sowas. Das ist doch kein hohes Level. Ja. Ich bin jetzt Level 5 oder so. Ja, ich find's auch interessant, so bei den anderen. Anders kann man ja nicht leveln, oder? Nur durch Multiplayer. Nee. Kannst nur durch dein Multiplayer-Level nur erhöhen durch Multiplayer. Seems legit, oder? Weiß nicht. Sim get boosted. Aber man muss, also umso öfter man die Karte gespielt hat, umso besser wurde man auch auf der. Ja, natürlich, klar. Du musst auch erstmal jede Karte kennen. Oh, Tim ist wieder on fire. Ich bin richtig. Nein. On fire. Weißt du, weil ich es gesagt. Ja, weil du es gesagt hast. Hast du mit Absicht gemacht. Ja, komm, alles mit Absicht. Alles wird mit Absicht gemacht. Jetzt schaffe ich den ersten Sprung nicht mal mehr. Geht doch. Ja, ich mache die Sprünge ohne Scheiß jetzt langsam alle mit SRG, also mit der Sprint-Taste. Mhm. Das geht irgendwie hier auch viel einfacher. Ich mach's die ganze Zeit. Also, weil irgendwie, weiß ich, Doppel-W immer noch zu drücken ist, glaube ich, ein bisschen... Nein, also diesen einen schweren Sprung da, den wir sagen nach dem kurzen, der geht eigentlich. Den mache ich jetzt bei. Ich hatte den aber auch schon öfter. 9 von 10 Mal mache ich den.
Ach, scheiße. Vorletzter Sprung.